Willkommen zu Brain Damage, mein Name ist Chris, das hier sind die Releases der Kalenderwoche 18 aus dem Jahr 2023. Meine Güte, ist letzte Woche viel veröffentlicht worden, das ist insane. Übrigens gibt es jetzt auch eine Spotify-Playlist, diese findet ihr natürlich ganz oben in der Videobeschreibung, CBDs Release Playlist oder so, keine, ich weiß nicht mehr, wie ich sie genannt habe. Aber gerne reinfolgen, da werden immer so die aktuellen Releases immer am Freitag um kurz nach 0 Uhr aktualisiert. Die alten fliegen dann aus der Playlist raus, also sind dann immer so 7 Tage lang zum Anhören. Und es ist auch ab und zu auch mal der ein oder andere Track dabei, der hier nicht thematisiert wird. Einfach weil es manchmal auch später dazukommt, weil ich nicht sofort bis Sonntag darüber stolper. Ich würde sagen, let's go. Bring Me The Horizon mit Lost und ich glaube, ich spare mir hier den 10. Bring Me The Romans oder My Chemical Horizon Joke. Davon gab es, glaube ich, schon genug. Ja, es klingt extrem wie ein modernisiertes My Chemical Romans mit so ein bisschen mehr Elektrobeats noch mit dabei. Ist im Großen und Ganzen eine ganz runde Sache. Es hat mir am Anfang, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht getaugt. Aber ich bin dann jetzt doch so ein bisschen reingekommen und ist schon ein ganz fetter Track. Also kann man sich echt gut geben. Danger Dan mit einer aufs Maul live. Ich finde Danger Dan live im Ganzen sowieso einfach total insane gut. Das war damals in Stuttgart so ein krasses Konzert. Hier jetzt nochmal mit dem Live-Album das Ganze so ein bisschen wiedererleben zu können, ist saustark. Ist ein cooler Song, ein bisschen crazy gestaltet mit diesem musikalisch insanen Zwischenpart. Allerdings haben wir hier natürlich das Heck-Quartett mit dabei, was absolut stark und beeindruckend. Und ich glaube, das war so ein Moment, den ich schon lange nicht mehr hatte. Letztes Jahr bei dem Danger Dan-Konzert, als ich da so drin gesessen bin, mir das Heck-Quartett angeschaut habe und gedacht habe, wow, ich bin absolut beeindruckt. Fat Tony mit Du wartest und dieser Song kommt erstmal relativ entspannt und ruhig, sehr melodisch im Refrain, aber das ist halt textlich was, das man sich wirklich verinnerlichen sollte und ich bin der Meinung, dass sich das jeder verinnerlichen sollte. Allein diese Zeile, eines Tages bist du tot und du hast dein Leben lang gewartet, stark. Poppy mit Spit und das letzte Mal habe ich noch bei Poppy gesagt, dass mir so richtig dieses insane, durchgeknallte Poppy-Metal-eske so ein bisschen fehlt. Die letzten Sachen waren halt doch eher sehr ruhig, poppig, melodisch. Hier haben wir einfach wieder dieses komplett energische, ich bin Poppy und schrei jetzt einfach nur, hab dazu noch einen insanen Text, den man dann beim zweiten und dritten Mal hören so richtig wahrnimmt. Absolut starke Nummer. Ich glaube, das ist mein Favorit diese Woche. Ren mit Animal Flow und Ren sagt mir im Großen und Ganzen gar nichts. Ich hatte jetzt auch noch nicht die Zeit, irgendwas von diesem Artist nachzuholen. Ich bin jetzt eben zu diesem Release-Video darüber gestolpert und das taugt mir mal so richtig krass. Das ist einfach mal so ein extrem krass slappender, flow-technisch einfach extrem starker Rap und das Ganze auf so einen richtig nice Beat. Und außerdem wird der Song textlich zwischendrin auch so ein bisschen brutal, was auch ganz nett ist. Winter mit Allein. Die Jungs haben uns damals, also Yannick, meine Freundin und mich, vorm Electric Cowboy Konzert in Köln angesprochen. Damals aber noch mit einer anderen Single. Aber ich bin so froh, dass es passiert ist, weil ich jetzt einfach diese Band auf dem Schirm habe. Und Leute, jetzt mal ganz ehrlich, diese Band wird ganz groß. Mark my words. Geiler, pop-rockiger Sound mit so perfekt, aber doch dezent gesetzten Shout-Einlagen. Absolut stark. Nichts als Liebe für die Jungs. Wieso mit Grauer Brei? Und das ist eine richtig schöne Punk-Nummer, bei der ich am Anfang, als ich eben diese Playlist erstellt hatte und rein von den Songs her nur die Namen in den Kopf hat, als da das erste Mal dieser Song lief, dachte ich mir nur so, warum singt da Rott? Bis mir dann aufgefallen ist, oh mein Gott, das ist ja Wieso. Oder geht's dann nur mir so? Ist auf jeden Fall eine sehr starke Nummer. Kummer mit Der Rest meines Lebens live. Und was Kummer in den letzten Jahren erreicht hat, ist richtig krass. Einfach nur den dicksten Respekt. Hier gibt es jetzt von seinem Wohlheide-Auftritt Der Rest meines Lebens live mit Henning Mai im Refrain, was dem Ganzen nochmal so ein anderes Feeling als das Original mit Max Rabe gibt. Aber ich kann nicht genau erklären, warum. Aber liegt vielleicht einfach daran, dass Henning Mais Stimme einfach nur purer Sex ist. Lord of the Lost mit Cha-Cha-Cha. Ja, das ist ein Cover von der ESC Finnland-Runde und das ist einfach nur extrem geil. Das Ganze ist halt relativ ähnlich zum Original, nur klingt einfach ein bisschen Metal-lastiger. Allerdings, was mir im Auto aufgefallen ist, als ich das erste Mal gehört habe, der Sound klingt etwas flach und dünn, aber vielleicht ist es auch nur die Soundeinstellung am Auto gewesen. Schreibt mal gerne in die Kommentare und selbst wenn, dann ist es einfach nur Meckern auf hohem Niveau, weil dieses Cover extrem fett.
fett ist. Venues mit Haunted House. Venues habe ich damals bei Emil Bulls im Vorprogramm gesehen, mich sofort in diese Band verliebt. Und wir haben hier auch extrem geile, heftige, Hardrock- bis Metal-lastige Musik mit einem extrem guten Shouter und einem extrem guten weiblichen Clean-Gesang, was halt zusammen extrem gut harmoniert. Dieser Song extrem geil. Venues, absolute Empfehlung. Feier ich brutal. Und die letzte Single für heute, The Hive mit Bogus Operandi. Und ja, ist halt ein The Hives Sound, überraschenderweise. The Hives ist so die Nummer 1 Band von, hey, diesen Song kenne ich irgendwoher. Und ja, auch dieser Song ist halt The Hives typisch solide stark. Allerdings würde ich auf jeden Fall das Musikvideo empfehlen, weil das ist ein einziger weirder Crack-Horror-Trip. Wir kommen zu den Alben und legen los mit Alternative Ways und Demian. Die haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder einzelne Akte ihres jetzigen Albums veröffentlicht und jetzt ist eben die ganze Nummer als Ganzes draußen. Ein extrem interessantes Album, das es sehr, sehr, sehr gut schafft, eine Geschichte zu erzählen, ohne dabei auf Worte zurückzugreifen. Also es ist ein reines Instrumentalalbum, aber man bekommt das Gefühl, dass man aufgrund der Komposition genau die Gefühle in dem Song erkennt und auch so ein bisschen sich eine Story im Kopf zusammenlegen kann. Es ist sehr interessant. Deine Freunde mit Ordentlich Durcheinander und ohne diese Videoserie und dem guten Dorian wäre ich nie über deine Freunde gestolpert. Ich würde am ehesten beschreiben, dass deine Freunde Hip-Hop-Musik für eine sehr junge Generation macht. Das komplette Album verzichtet auf explizite Lyrics, sehr einfach zu verdauende Musik, vielleicht auch so ein bisschen SpongeBob-mäßig, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene so ein bisschen davon was haben, aber vielleicht nicht ganz so krass wie SpongeBob. SpongeBob ist teilweise humortechnisch richtig übel. Auf jeden Fall ist das Ganze extrem nice, wenn man mal einfach ein bisschen was anderes braucht und was das sehr leicht zu verdauen ist. Die Toten Hosen mit dem Jubiläums-Re-Release von Kauf mich und was soll man hierzu noch großartig sagen, es ist ein absolut starkes Die Toten Hosen Album. Songs wie Niemals eine Meinung, Willkommen in Deutschland, Sascha, Wünsch dir was, einfach nur absolute Banger. Und ja, auch Alles aus Liebe ist da drauf, ein Song, den wahrscheinlich live keiner mehr vermissen würde. Spielt man den live überhaupt noch? Ich glaube, ich habe den bei jedem einzelnen Hosen Live-Konzert live gehört und es ist so, boah nee. Ed Sheeran mit Minus. Ich wusste wirklich bis zu diesem Album nicht, dass Ed Sheeran seine Alben nach Plus, Minus geteilt durch mal 5 benannt hat. Aber ich muss auch dazu sagen, dass Ed Sheeran jetzt nicht dieser Musikstil ist, den ich so daily für mich pumpe. Ich würde mal behaupten, es klingt sehr typisch nach Ed Sheeran. Es ist halt Musik, die für die extreme breite Masse gemacht ist und das hört man halt auch. Es ist alles andere als schlecht, aber es ist halt, ja, ich weiß, ich würde mal sagen, wenn man was will, was man sehr gut einfach nebenher laufen lassen kann, dann ist es sehr gut dafür. Lea mit Bülowstraße und die Bülowstraße ist eine Straße in Berlin. The more you know. Das Ganze ist natürlich ein extrem ruhiges Album mit dem ein oder anderen Text, der vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verlangt als jetzt zum Beispiel Bier oder Schnapskippen Dosenbier von Menusmoos. Das ist mehr so einfach zum Anhören und Party machen. Das Album von Lea vielleicht ein bisschen mehr auf die Texte hören. Wer jetzt zum Beispiel aber auch Ed Sheeran extrem feiert und sich denkt, hey, so ein bisschen ruhige, poppige Musik, so in Deutsch, der wird bei Lea auf jeden Fall auch gefallen finden, definitiv. Grandson mit I Love You, I'm Trying und Grandson habe ich zum Beispiel auch nur dank dieser Videoserie und dem Yannick entdeckt und auch hier absolut stark. Er macht Hip-Hop, sehr stellenweise poppigen Hip-Hop auch, beziehungsweise es sind nicht so klassische Mainstream-poppige Einflüsse, aber es hat was Poppiges auf jeden Fall. Was für mich aber extrem heraussticht, ist seine Stimme, die halt wirklich zu diesem Stil, den er in seinem Genre fährt, zu 100% perfekt passt. Thematisch ist das Ganze halt stellenweise auch wirklich extrem deep und krass. Selbstmordgedanken, Drogenmissbrauch und auch Depressionen im Allgemeinen werden hier unter anderem thematisiert. Es ist teilweise harter Tobak, es ist teilweise gut zum einfach so hören. Es ist auf jeden Fall ein Album, das aber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verlangt, als es so einmal nebenbei zu hören. Aber ein sehr, sehr starkes Album. The Boss Hoss mit Electric Horseman und wie cool klingen eigentlich The Boss Hoss? Jetzt mal einfach so in den Raum geworfen. The Boss Hoss sind für mich viel mehr Männer als all diese anti-woken, pro-Andrew Tate, möchte gern Alpha-Males. The Boss Hoss hier, was Männersein angeht, diese ganzen Alpha-Males hier. Das Ganze klingt im Großen und Ganzen halt nach Rock-poppiger Country-Musik
mit den ein oder anderen Elektro-Einflüssen. Was bei dem Albumnamen jetzt nicht sehr überraschend kommt, aber trotzdem sehr interessant und cool klingt, vor allem, wenn man davor das in dem Genre noch nicht so krass unterwegs war. Für mich per se ist es einfach so perfekte Mucke für Campingplatz auf einem Festival oder wenn man so mit einem Bollerwagen einen Beerwalk macht. Das ist so geile Mucke, die halt so auf so Bluetooth-Boxen nebenher läuft. Aber ich glaube auch live könnte das richtig, richtig stark und interessant sein. Ich habe The Bosshaus schon mal live gesehen im Park. Natürlich will ich auch hier nochmal das Lied Nice But No mit Electric Cowboy hervorheben, das einfach nur ein heftiger Banger ist. Death Stars mit Everything Destroys You und ja, gefühlt hören die Releases diese Woche nicht auf. Death Stars habe ich damals 2011 als Support von Rammstein auf der Made in Germany Tour gesehen. Und das Ganze ist 12 Jahre her. 12. Wow. Was nicht 12 Jahre her, sondern nur 9 Jahre, ist das letzte Album von der Band und das jetzige Album Everything Destroys You klingt sehr sicher. Wir haben hier halt Gothic Metal, der jetzt nicht großartig versucht, viel rum zu experimentieren und auch nicht besonders herausstechend auf dem Album ist. Also es hat jetzt nicht so ein mega herausstechenden Track, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht für das Genre, absolut nicht. Und Fans der Band werden höchstwahrscheinlich auch dieses Album gut finden. Und zu guter Letzt, The Smashin' Pumpkins mit Autumn, habe ich alle 33 Lieder dieses Albums angehört. Nein, bin ich ganz ehrlich. Es war eine heftige Release-Woche und es hat mir zeitlich einfach nicht gereicht. Ich habe aber genug gehört, um sagen zu können, dass es für das Genre durchaus den ein oder anderen vielschichtigen Moment hat, bei mir persönlich aber nicht wirklich viel hängen geblieben ist. Liegt aber vielleicht auch an der Masse der Songs und das sage ich jetzt, obwohl ich noch nicht mal alle Songs gehört habe. Vielleicht gibt es doch eine Titelzahl, die einfach für das ein oder andere Album zu viel ist. Vielleicht ist es auch einfach ein Album, das wirklich fürs Smashing Pumpkins Ultra-Fans gemacht worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Smashing Pumpkins jetzt mega viele neue Fans mit diesem Album heranziehen. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare. Und ja, Freunde, das waren die Releases der Kalenderwoche 18. Das war ganz schön viel. Diese Woche sieht auf diesem Kanal ein bisschen anders aus, denn es ist die ESC Main Week. Wir haben beide Halbfinale und das Finale in dieser Woche. Es ist die vergangene Woche newstechnisch nicht mega viel passiert, weswegen wir am Mittwoch über das Halbfinale 1 reden. Am Freitag über das Halbfinale 2 und am Sonntag über das ESC-Finale. Und nächste Woche gibt es dann wieder ganz normal News. Und nächste Woche Freitag kommt ein extrem ausführliches, großes Video zum Thema Rock am Ring. Ich sitze wirklich literally seit Februar an diesem Skript dran. Also sehr gerne dieses Video positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren für Releases der Woche, Musik-News, ESC aktuell, andere Musik-Talk-Themen, die Festival-Saison geht jetzt los. Let's go! Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein.